schauen wir heute unsere Junganlage an. Wir sind in der Riede Buckerdorf und da haben wir einen Chardonnay gesetzt. Wir haben heuer 3 Hektar Junganlagen und der Rest ist alles die Ertragsweingärtner. Und wie man sehen kann, ist diese Junganlage total gut entwickelt. Er hat so viele Nährstoffe, weil es war noch nie da ein Weingärtner und der Boden, der assimiliert ja auch und wenn man frei haltet, also es heißt, dass da keine Begrünung herinnen ist, dann speichert er viel Feuchtigkeit und bei der Durchwurzelung von den Rebstöcken ist es auch sehr gut, einen eher leichten Boden zu haben. Weil wenn er sehr, sehr fest die Nährstoffe einspeichert, ist es sehr schwer für den Rebstock da an die Nährstoffe zu kommen.